Hallo und herzlich willkommen zurück beim Mystic Quest. Ich habe offscreen geschaut, wie ich weiterkomme, und ich kann euch sagen, ich bin hier sowas von falsch. Falscher geht's gar nicht. Eigentlich bin ich, man könnte sagen, am Ziel blindlings vorbeigelaufen. Und deswegen werde ich hier jetzt auch nochmal dorthin gehen, damit ich auch dort, wo ich den letzten Part beendet habe, damit ihr auch seht, wie ich dorthin komme. Das möchte ich definitiv auch lassen. Und... Na komm, jetzt stirb. Stirb, danke. Und... Stirbrochen, danke. So, jetzt brauche ich wieder die Flammenpeitsche. Und... Alieb. Na komm, stirb, danke. So, jetzt muss ich hier lang. Alieb. Gut, dass ich eine neue Peitsche habe. Ich finde die extrem praktisch. Ich glaube, ich werde aufhören, Objekte aus Truhen zu nehmen. Super, an die komme ich jetzt sowieso nicht ran, auch wenn ich es wollte. Entweder ich finde eigentlich nur sinnlose Objekte da drin. Na okay, die Seepferdchen da... Die Seepferdchen des Todes kann ich leider damit nicht verletzen. Stirb, danke. Ah, okay. Donner gefunden. Ja, was soll ich mit dem Donnerzauber? Ich kann den doch. Und weiter. Und Aliab. Hier ist ein Haus? Okay. Was finde ich hier denn? Eine Eisrüstung und ein Eisschild? Okay. Irgendwo muss ich falsch abgebogen sein. Na komm, Krähenfuß, geh kaputt, stirb oder so. Irgendwo muss ich falsch abgebogen sein. Und ich glaube, ich weiß auch schon wo. Und weg. Ach, jetzt kommt schon. Danke. So. Hier sowas von ungeplant durch. So. Schon wieder. Wenn ich jedenfalls nur Heilobjekte oder irgendwelche... Ja, Heilobjekte. Genau, Heilobjekte. Das wäre toll. Das wäre schön. Stirb, danke. Und tschüss. Und, Ah! Bist du hingesprungen? Da bist du. Tschüss. Hier war ja die Quelle, genau, hier kann ich mich nochmal komplett heilen. Das finde ich auch sehr wirksam. Ah, stirb, danke. Ah, hier, genau, hier ist... Chocobo, ich brauche wieder deine Hilfe. So, genau, hier geht's lang. Jetzt rennen wir nochmal übers Wasser. So... Ich glaube, da muss ich viel später hin. Oder vielleicht nach der Sache mit dem Schneedämon, wenn ich Zimmer gerettet habe. Und Alihep. Und weiter. Und hier lang. Da ist diese komische Hütte, wo ich die neue Rüstung herbekomme. Ist die eigentlich gut? Na, hier werde ich ja so... Bei Dinge werde ich sie wohl schlecht finden. Eis? Verteidigung? Gar nicht schlecht. Ja, ist gar nicht mal schlecht. Aber ich weiß nicht, ich meine, ich gehe jetzt zu einem Eis-Dungeon, da wäre da nicht eine Feuerrüstung irgendwie besser oder so? Ich versuch's mal so. Wenn ich zu viel Energie verliere, dann... Die Rüstung behalte ich mal noch. Wer weiß, wozu das noch nützlich ist. So... Ja, da ist es. Diese Bäume da hätte ich einfach nur abholzen müssen, dann wäre ich schon auf dem richtigen Weg gewesen. Und weg. Die Fische kann ich nicht mit der Flammenpeitsche verletzen? Was ist das denn? Kann ich sie jedenfalls mit der Axt verletzen? Ha, ich mache das die Fischstäbchen. Danke. Stirb, Maulwurf. Danke, geh mir aus dem Weg. Ah! Stirb, danke. Und weg. Gut. Ah, nehme ich mal wieder die Flammenpeitsche.
Immerhin treffe ich ja jetzt auf Eisgegner. Nein, ihr seid noch keine Eisgegner und das fand ich jetzt nicht nett. So. Davon ist es zu kalt für dich. Warte hier. Wie er immer mit dem Chocobo spricht, das finde ich so toll. Ach, gehe ich jetzt einfach hier entlang. So, so. Oh, so viel verliere ich gar nicht, das ist gut. So, hier bin ich jetzt aber gut richtig. Hier bin ich jetzt definitiv richtig. So, jetzt hier runter. Schneemänner. Ah, komm. Weg, danke. Ein Wolfskopf. Ich habe mich eben schon gefragt, wie können Schneemänner leben, aber wie können Wolfsköpfe leben? Okay, eigentlich ist die Frage... nutzlos. Immerhin gibt es hier Krähenfüße als Gegner. Da fällt mir ein, diese Wolfsköpfe erinnern mich ein bisschen an Prinzessin Mononoke. Und hier rein. Hier bin ich jetzt richtig. Hey, nächstes Level. Lebens- und Magiepunkte erhöht. Ja. Jetzt können wir hier entlang. Was ist das da eigentlich? Ein Auge? Man könnte jetzt denken, da ich jetzt in einer Eiswelt-Level bin, dass das vielleicht ein Schneeball ist, aber das sieht für mich so aus wie ein Auge oder so. Hm. Wie geht das hier nochmal? Ah, okay. Öffnet sich nicht. Ja, klar. Jetzt aber. Ah, böses Auge. Das Auge kann ich leider mit der Waffe nicht verletzen. Aber mit der hier schon. Tschüss. So, Waffe. Okay, und komm, 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 komm. Und Alihep. Na. Warum vergesse ich das, dass ich ihn mit der Waffe nicht verletzen kann? Tschüss. Ja, die Enten. Von denen weiß ich auf jeden Fall, dass es die bei Secret of Mana gibt. Und tschüss. Danke. Ach ja, klar. Ich sehe schon, ich brauche die Peitsche. So. Yay. Komme ich an, wenn ich durch diese Tür gehe? Ach komm, hau ich dich erstmal weg. So. So, aber ich glaube, ich muss erstmal nochmal gucken, wie viel Zeit mir noch... bleibt, bis gleich. Ein bisschen Zeit bleibt mir noch. Wow. Wow. Verletzen mich die Gegner. Auf jeden Fall, da komme ich glücklicherweise nicht lang. In das Loch da bin ich glücklicherweise auch nicht gefallen. So. Ist das hier verschlossen? Gut, dafür brauche ich Schlüssel. Die hab ich glücklicherweise. So. Und du bist weg. Und hier sind Augen und zwei Wege. Genauso wie da zwei Wege sind. Ich gehe erstmal durch diese Tür dort. Ach, komm schon. Gibt's bestimmt irgendwie einen Weg. Danke. Blumen? Das müssen Eisblumen sein oder so. Yep. Ah, euch kennen wir ja. Hm, ich bin eine Ebene höher. Ich erkunde mal noch die untere Ebene hier. Irgendwo hier muss ich noch einen Schlüssel verwendet haben. Ich habe jetzt nur noch einen. Hatte ich nicht eben drei, als ich ihn ausgewählt habe? Also, wer das hier jetzt nicht erkennt... Auf. Danke. Gott, hier ist viel zu viele Wege. Wo soll man da nur lang gehen überall? Bei irgendeiner wird wohl der Boss dann so auf mich warten. Ich schätze mal, der Boss ist eine Stufe höher, deswegen werde ich wohl hier unten schlecht auf den Boss treffen. Obwohl das hier alles so eigenartig aussieht. Na komm, gehe ich jetzt hier einfach lang. Na, die Gegner ziehen mir glücklicherweise nicht viel ab.
Was bist du eigentlich, ein Gegner in einem Wirbelsturm? Ich sind erst auch neue und stärkere Gegner. Ah! Tschüss. Na komm, euch lasse ich mal im Leben. Neue Ebene. Oh Gott, ich versuch's mal mit dem Morgenstern. Kann ich damit beide Gegnerarten nochmal treffen? Das ist gut. Das ist auch gut. Und das ist noch besser. Ah! Ich will da runter. Danke. Auf. Jetzt wird dir die Peitsche. So, aber jetzt darf ich erstmal wieder einen Schnitt machen und im nächsten Part schauen wir mal, welcher Weg wohin führt und ob wir noch irgendwas bekommen. Bis dann!